Einen schönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, Sie, die Zuschauer, zu begrüßen zu unserem zweiten Künstlerinnengespräch im Rahmen unserer Ausstellung Liebe und Zuneigung. Liebe und Zuneigung ist eine Ausstellung, die das Künstlerhaus Karlsruhe BBK organisiert, als Teil eines größeren Festivals, nämlich der 25. Europäischen Kulturtage, die in Karlsruhe alle 2 Jahre ausgerichtet werden. Ich freue mich sehr, dass heute 5 Künstlerinnen bei uns sind, die in der Ausstellung teilnehmen. Viele von ihnen hätten wir sehr, sehr gerne vor Ort auch eingeladen, also alle die, die eben nicht in Karlsruhe wohnen. Das hat sich aus bekannten Gründen natürlich nicht ergeben. Und deshalb sind wir jetzt umso glücklicher, dass ich Sie hier online begrüßen zu können. So we're very happy to say hello to you, very happy that you are here and taking your time to explain to the viewers a little bit about your work. As I just said, that this exhibition is part of a bigger festival that the city of Karlsruhe organizes every 2 years. It's called European Cultural Days, and the topic of the exhibition of Künstlerhaus Karlsruhe this year is love and affection, so Liebe und Zuneigung. So, schön, dass ihr da seid. Ich sage ganz kurz die Namen von allen Künstlerinnen, die hier sind, um dann später aber nochmal genauer auch die Biografien der Einzelnen ein bisschen vorzustellen. Das ist einmal, ich gehe jetzt so der Reihe nach, wie ich das auf meinem Bildschirm sehe, das sind einmal Simon Zeller und Jakob Schnackrock von Boys and Zink. Hallo. Jutta Hiret, Künstlerin, bildende Künstlerin aus Karlsruhe. Hallo Jutta. Und Elena Artemenko, die eine bildende Künstlerin ist aus Moskau, also sie ist uns gerade aus Moskau zugeschaltet. Ursprünglich bist du aus Krasnodar und Krasnodar ist eine der Partnerstädte Karlsruhes. Hallo, hi Elena. Und Minduk Pham, der auch eine lange Zeit mit Karlsruhe verbindet, sein Studium an der HFG, woher wir uns auch kennen, der aber mittlerweile in Berlin ist und uns aus Berlin zuschaut und mitspricht. Hallo Duck. Okay, dann würde ich gerne mit Jutta anfangen. Jutta, schön, dass du da bist. Du bist in Nordhausen geboren und lebst und arbeitest mittlerweile in Weingarten, das hier sehr in der Nähe ist. Und hast die Arbeit gemeinsam bei uns in der Ausstellung, die eine Serie von Collagen darstellt. Und auch, ich glaube, extra für unsere Ausstellung entstanden ist, wenn ich Ja, das. das ist richtig, ja. Genau, eine Sekunde. Ich versuche das mal zu teilen, damit alle das auch sehen. Also ich habe so deine Fotos auch hier. Und hoffe, dass das klappt mit meiner. Genau. So, ihr müsstet jetzt die Bilder sehen von Jutta, wie sie in der Ausstellung zu sehen sind. Also diese Collagen, das sind 12 Stück, die ich hier in den Räumen der Orgelfabrik, also in einem der Galerieräume dort hängen. Und da haben wir die schönen Dokumentaraufnahmen von Tanja Meißner, die uns die umgehend zur Verfügung gestellt hat. Genau, Jutta. Die Art der Collage oder Collage als Methode und Werkzeug, das ist ja ein ganz übliches Mittel auch für dich oder ein Medium, das du oft benutzt in deinen Arbeiten. Ja, sehr oft, ja. Also, Was? ja. Also zunächst mal zu dem Titel. Also ich habe ja die Ausschreibung gelesen vom BBK und dann habe ich zufälligerweise dann von Rosa Ausländer dieses Gedicht Gemeinsam gefunden. Und dann dachte ich, ja, das ist der Titel, der zu meinen Sachen passt. Weil Liebe und Zuneigung, das ist natürlich in Paaren oder in Leuten, die sich ähnlich sind, eine Sache, ein Problem. Aber wenn die Menschen sehr verschieden sind, ist das nochmal ein ganz anderes Problem. Und mich interessiert eben sehr stark, wie Menschen zusammenkommen, die sehr verschieden sind oder wie sie sich verstehen. Ja, und deswegen versuche ich sie also gemeinsam in ein Bild zu tun, sozusagen. Also die Collage ist für mich sehr, sehr üblich. Also das habe ich schon, ja, ich meine, das geht vielleicht sogar auf meine Kindheit zurück, weil nach dem Krieg waren wir sehr arm und haben aus alten Sachen was Neues gemacht. Und dann, als ich im Studium war, haben mir diese Dada-Collagen sehr gut gefallen.
und vor allen Dingen so Hanna Höch und später dann auch noch Max Ernst. Und also irgendwie hat mich das ständig begleitet. Und zunächst mal habe ich nicht selber fotografiert, Grafik gemacht und so. Und habe dann Serien gemacht, also die nicht bearbeitet, sondern einfach Serien, aus Serien eine Geschichte sozusagen. Ja. Okay. Okay, Jutta, bis hierhin, ich muss ja immer ein bisschen übersetzen und ich habe ja Angst, dass ich mich dann nicht an alles erinnere, wenn, genau, so this is done like this work, the title of this work translated is Together or Togetherness even. And it stems from, it's a title of a poem by Rose Ausländer. And when Jutta read this, the poem, she thought there would be a very, very good title also for her work that deals not only with, or that like it's more than just the question of what does love and affection mean for couples, like for people who share a lot of things in common. But she especially thought about or dealt with questions of the common things and togetherness of people who are very different from each other, so that their love becomes a very crucial part, and it's more maybe even more conflictuous than in your partnership. So, and the means of, or the medium of collage for her, that's a very something that she uses a lot in her work. And she thinks maybe could stem from her childhood in war times, where she used collage because that's like one of the only means that she could find, or that were easy to get. And she was also very early influenced by Dada and Hanna Höch, for example, who also used collage in a very ambitious and very very fine kind of way. So this is part of a series. Genau, Jutta, ich habe kurz gesagt, dass du hattest angefangen. Ja, ich glaub, das brauchst du mir nicht übersetzen. Das ist ja, okay. Gut. Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also gut, ich benutze es sehr, sehr viel, weil mich das auch reizt, Sachen zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Also sowohl inhaltlich als auch formal. Ich meine, man kann natürlich heute mit dem Computer das sehr gut machen, aber ich finde es reizvoll, dass es eben nicht immer richtig passt, also dass es sich aneinander reibt. Das ist bei diesem Beispiel hier sehr stark zu sehen. Es passt ja eigentlich gar nicht. Also ich versuche natürlich ein bisschen die Größen abzustimmen, aber trotzdem reiben sich die Sachen, weil sie nicht perfekt ineinander übergehen. Also es ist kein Morphing oder so, wo man jetzt von einem ins andere übergleitet, sondern es ist ähnlich wie schwierig wie die Beziehung eben auch selber. Ja? Also es reibt sich immer etwas und passt nicht ganz. Mm-hmm. So Jutta just told us that what she's looking for is in her collages, or what happens a lot, that things don't fit perfectly together. But in contrary, she really likes discrepancies. So she's not looking for perfection, but like in relationships, it's there's always something complicated, or Reibung, like some breaks or difficulties, like something that's, you know, not just fitting jointly. Genau, Jutta. Ja. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja, natürlich sind jetzt, es sind eigentlich Paarungen auch, die überhaupt nicht zusammenpassen, wie jetzt das hier zum Beispiel, aber es geht eben auch um Diskriminierung. Diskriminierung abzuheben, also hier das Alter zum Beispiel. Andere Beispiele sind eben queer oder eben ganz unterschiedliche rassistische Merkmale auch. Ja? Also das heißt, ich habe versucht, in den 12 Beispielen eben ganz unterschiedliche Paarungen zu finden, die also, dass sich das nicht einfach wiederholt, also immer nur eine Sorte oder so, sondern dass eben auch ganz, ganz unterschiedliche Aspekte hineinkommen. Mhm. So she was looking for not only
maybe people from different ethnics or like to mention not only like terms of the view of different races, how we can perceive different like people of different skin color, but also different ages, because there's also discrimination in our society against age. And so she tried to pick up a lot of different aspects and combine them in her series. Und Jutta, würdest du sagen, dass dadurch sowas wie, also was ist der Effekt, der dadurch entsteht, findest du, dass man, also ist das so eine Gleichwertigkeit, die du dadurch erreichst, oder? Ja, es ist schwer zu sagen, ob ich die erreiche. Es ist auch zumindest für mich ein Ausdruck von Gleichwertigkeit. Ja, also für mich ist das eigentlich so, ja, ich möchte das eigentlich so als Normalität sehen, ja. Mhm. Und ich meine, in meiner Familie gibt es eben auch sehr unterschiedliche Herkünfte oder ja, also das fängt an mit meinem Vater, dessen Schwester ist nach Holland, der ist aus Wien und seine Schwester ist nach Holland gegangen, hat einen Holländer geheiratet und der hat dann die Kinder, die sind dann nach Neuseeland ausgewandert und einer von denen hat einen Maori geheiratet und ich habe einen Mann aus Polen geheiratet und meine Tochter hat einen Indonesier geheiratet und jetzt haben wir zwei halb indonesische Enkelkinder. Und das heißt, ich versuche das auch zu leben. Ja, also für mich, wir sind auch viel gereist, weil mein Mann das von der Arbeit her konnte, dass eben Menschen wirklich alle gleiche Würde haben. Mhm. Und das ist für mich also ein Impuls, so zu arbeiten. So it's for her, she hopes that she can achieve some kind of sign for the equality, like in meaning like the equalness in worth that we attribute to certain, like to people and cultures that surround us. And for her, that's really something that stems from her own experience as herself, but also in her family, that where a lot of like marriages, but also like experiences of migration and or also travel. But she something that she told me before in some talks, that she also had to migrate as a child during war times, of course. And so for her, it's something that she really tries to live and just respect in every of her personal aspects as well, like this equalness and same respect to be paid to every person. Genau, du hast ja auch mir das vorher in den Gesprächen erzählt, dass ihr ja auch fliehen musstet, als du klein warst. Also ich glaube, das sind auch Erfahrungen, die viele Europäer oder in unterschiedlichen europäischen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten gemacht wurden. Also sagen wir mal, in Südeuropa viel auch während der 70er und 80er, also vor allem 70er und 60er Jahre, um dann Arbeit zu suchen, also Arbeitsmigration. Und in Deutschland aber tatsächlich auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und es ist ein bisschen, also es ist auffällig, wie unterschiedlich, aber diese unterschiedlichen Fluchtbeweggründe oder Fluchtsituationen auch bewertet werden in den einzelnen europäischen Ländern. Ja, es ist so oft, dass das vergessen wird. Also ich meine, wir waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wir mussten auch in ein Flüchtlingslager und das war damals auch ziemlich grauslich, ja, also kein bisschen schön. Also, aber auch in Ländern, die selber, deren Menschen selber ausgewandert sind oder verschiedene Gründe hatten für Migration, das wird dann vergessen, dass jetzt die Nachfolgenden, die nötig haben, ihr Land zu verlassen, dass die dann nicht akzeptiert werden. Ja, das ist leider sehr, sehr oft der Fall. Mm-hmm. Also, ja. Ja. Ja, so it's really surprising, but also very sad that a lot of countries in Europe that had their own experiences of migration and people having to flee, for example, in Germany after the Second World War, a lot of people had to flee from like more
Eastern European territories back to Germany, and their experiences were not at all pleasant. And still now people forget that they had to go through the same situations, and there really should be more room for empathy and more understanding what this means and what it means for your personal biography, and also for the state situation. Mm-hmm. Yeah. Ich meine auch der Aspekt der Religion zum Beispiel. Also als ich Kind war, da waren die beiden christlichen Religionen, die waren so verfeindet, es war so grotesk geradezu. Ja, also meine Eltern waren katholisch und evangelisch. Und das war einfach eine ganz irre Zeit. Ja, also nicht zu vergleichen mit heute. Also ich bin froh, dass wir da einige Schritte gemacht haben. Aber weiterhin, also wenn ich überlege, wie viele Probleme wir weiterhin haben mit Homosexualität, mit verschiedenen Religionen, ja, oder jetzt mit Antisemitismus, ja, es ist einfach, man hat das Gefühl, es entwickelt sich kaum etwas, ja. Juristisch gesehen gibt es viele Fortschritte, aber so in den Köpfen der Menschen ist einfach wahnsinnig viel verkleistert. Mm-hmm. Yeah. So she's really comparing it also to the, like, or mentioning the religious aspect and comparing it to the situation of previous generations, like her parents, who had like big trouble and a lot of conflict because the families were from different Christian religions, like the Protestant and Catholic, and that caused a lot of conflict. And still today, then there's conflict with anti-Semitism, or, you know, just fear of Muslims or Muslim culture. And then for her, it seems that there has not been much of a progress. Maybe legally there's been something, a better situation, but in people's minds, it's still a very, very big gap between all different religions and ethnicities, you could say. But yes, and also mentioning the fear of homosexuality, for example, that's like now, and we can talk about this more tomorrow. There will be a big talk with Mikołaj Sobczak about how, for example, Poland and Hungary are really using this whole issue or topic of LGBTQ+ as very visibly creating made up state enemy, like creating this, using this this topic, using picking one group of people and using them to, you know, create really fear against them. Genau, ich habe nur kurz erwähnt, morgen gibt es ein Gespräch mit Mikołaj Sobczak, wo wir auch länger darüber sprechen werden, wie in Polen und Ungarn gerade beispielsweise auch LGBTQ+, also der Politik und Stimmungsmache dagegen gemacht wird und das wirklich benutzt wird, auf ganz populistische Art und Weise, einfach Angst zu erzeugen und sozusagen Wählerstimmen dadurch zu gewinnen. Und man schafft sich da einen Feind auf ziemlich durchsichtige, plumpe Art, der so aber ja eigentlich also genauso wenig existiert wie die, also wie man jetzt in Deutschland vielleicht dann Angst vor Flüchtlingen auch schürt, die ja auch nicht der Grund sind, dass es also auch nicht verursachen, wie es uns ökonomisch geht oder ob wir Wohnraum finden und so weiter. Und das wird dann aber gerne als Begründung dafür eben herangezogen. Ja, in Polen ist ja eine ziemlich gespaltene Seite. Ja, also einmal noch die Konservative, die noch sehr stark an der Kirche orientiert sind, und die Politiker, die eben das weiterhin hochhalten. Und dann die jüngere Generation, die jetzt mit den neuen Gesetzgebungen bei Frauen überhaupt nicht einverstanden sind. Also das gibt schon ziemlichen Druck, glaube ich, auch von den jungen Menschen. Ja, hoffen wir. Hoffen wir natürlich, ne? Dass Jüngere da ein bisschen wacher sind und sich nicht so vereinnahmen lassen. So there's really hope for the younger generation in Hungary and Poland, that they will not be so influenced by this very traditionalistic and very populistic way for politics, and that there's a hope for a better way to live.
Okay, Jutta, vielen Dank. Also es wird ein Katalog erscheinen auch zu der Ausstellung, wo ihr dann auch nochmal zu jedem Künstler, zu jeder Künstlerin ein bisschen genauer nachlesen könnt. Wir würden weitermachen jetzt mit Elena Artemenko. Hi, Elena. Schön, dass du dabei bist. Moment, Hi. ich wechsle mal die Bilder hier. So that people can see the work, so that they remember. Of course, a lot of viewers also saw our filmic introduction to the show. That was very, where you could see the works also very, very well. But now we can show you some pictures. So Elena Artemenko is originally or like mainly also a video artist. And it's a big surprise for us, or it's very like I saw your works, like the marble sculptures, and they are just very beautiful and very fitting to the topic of love and affection in a maybe not so much how can you say, not so much concept, also conceptual way, but like for like especially also for the material and the like how can you say, like the concrete possibility of touching them. It's the tactile sculptures, and these are part of a series of seven pieces. Yeah, actually 9 pieces. Okay. Maybe later I can show all 9. It's interesting. Yeah. If you can I share It should the screen? be okay. If maybe I have to. I will show these Ah, okay. images. This and after that I will show. Yeah. Yes, it's my first project where I started to work with material. Before I worked only with video because I studied in video art department, and firstly I just made some props for video, and it was my first connection with some material work. But suddenly I applied to the Salzburg Summer Academy School and received a grant for the course of working with stone, because in Salzburg there is a quarry with this marble. It was 2016. And it was surprise also for me because I applied there only because some my friends told me that you can receive a grant only if you apply for a course which is not connected to your normal practice. Because they can give you a grant if you want to experiment or to make something absolutely new for you. And I decided, okay, if not video, maybe something brutal and hard. And I think that I was the only person who never did anything, something like this. And I have never worked with flex or with a hammer even. But we have one wonderful teacher. He was a Greek. Andreas Lolis, and he speaks English very bad, worse than me. And actually, he didn't explain us anything. He just said us that you have to go to choose the stone, take it, this is your flex, go and cut. And that's it. So no theory, actually nothing. And it was the best because you didn't, you just start working. And actually, it was really the best because we had wonderful projects. All people who studied there, they really made very strong projects. And
first week I was really suffer because I didn't know what to do. But before I made some prop for my video where I work with silicone. I made some casts, something like this. And I decided that maybe it would be interesting if I will take a stone and I will try to work with him, with it, like it's a soft body. Mm-hmm. And I decided, yes, and one more very strange inspiration was that we were so tired, all of us, that we always do a massage to each other. And when I did it, I found how beautiful this physical impact on a soft human body. And I found that when I do some interaction, yeah, with body, it looks so beautiful. This and I decided so I found some sculpture on the bodies of my friend and repeat them after that in clay. And this was my model for the stone. So these stones, it's like, it's traces and it's like minus form of my chest. Mm-hmm. So it's the sculpture, it's traces of my chest. And I wanted also to make maybe not very beautiful form, so you could perceive it not visually, but first of all when you are touching it, and when you touch it you repeat my chest. And this way we connect in this moment when you repeat my gest and you feel some, I don't know, connection. Mm-hmm. Okay. I can show pictures of others. Okay. Yeah, while you search, I will try to wrap up what you told us in German. Okay. So, as Elena Artemenko. Do you see my computer? Yes. Yeah, it works well. Cool. Elena Artemenko arbeitet viel mit Video, also ist eigentlich Videokünstlerin und hat uns erzählt, wie es dazu kam, dass sie mit Marmor, also so einem völlig anderen Material, arbeitet, das ja einfach wahnsinnig, also schwer zu bearbeiten ist und nicht für mehr. Und da meinte sie, dass, also eine Freundin ist auch nach Salzburg zur Sommerakademie und hat sie, also sie wollte sie überreden mitzumachen. Und dort konnte man aber vor allem dann eine Förderung bekommen für die Teilnahme, wenn man sich für ein anderes Medium bewirbt, als das, in dem man sowieso schon arbeitet. Und dann hat sie sich absichtlich eben eins, das sie so ausgesucht, das auch sehr schwierig und fast so ein bisschen brutal auch funktioniert. Oder man muss wirklich mit großer physischer Gewalt eben auch mit dem Marmor umgehen. Und sie ist sehr beeinflusst von ihrem Professor dort, Andreas Lales, der Grieche ist und der, wie sie sagt, noch schlechter Englisch konnte als sie und der ihnen als einzigen Hinweis eben jedes Mal gegeben hat, okay, da ist dein Stein, geh und schneide. Und sie sagt, das war das beste Hinweis für sie, also nicht das zu sehr theoretisch zu durchdenken, sondern einfach zu arbeiten, anzufangen. Und dann hat sie sich sehr schwer getan. Sie war auch die Einzige, die in der Gruppe vorher noch nie mit Marmor gearbeitet hat und hat dann aber auch ein bisschen so über Arbeitsweisen aus ihren Videos übernommen, wo sie viel mit Silikon, Formen, Guss benutzt, um ihre eigene Ausstattung auch zu schaffen, also um Requisiten dafür herzustellen. Und dadurch kommt vielleicht auch die Verbindung, dass sie eben dieses Weiche des Silikons auch dann im Stein wieder versucht aufzugreifen und den Stein bearbeitet, als wäre er so weich und körperhaft und wie ein Körper. Und das so ein zweiter Aspekt, der damit reinspielt, ist, dass sie beim Arbeiten immer sehr müde waren alle und sich gegenseitig massiert haben, um ein bisschen so den Körper auch zu und die verspannten Muskeln wieder auch zu lockern. Und in diesen Interaktionen, also die Berührung der Körper, fand sie, war für sie so schön, aber eben auch optisch sehr schön. Und die Spuren, die man jetzt sieht auf den Marmorsteinen, sind
wie die eigentlich auch die Spuren ihrer eigenen Hände oder ihrer Berührungen, ihrer Gesten, die man als Betrachter dann sozusagen wiederholt. Und in den Arbeiten geht es ihr weniger tatsächlich um das optisch Schöne, sondern tatsächlich um das Schöne der Berührung, also dass man erst erfährt, wenn man ihre Arbeiten auch anfasst. Yeah, in one more moment, in Salzburg, it's a very interesting quarry because there are so different types of marble. So here you can see that it's pink or, I don't know, some beige. Yeah, some are very brown. Yes, yeah, I tried to find the pieces which had vines or something that reminds us body or something under the skin, some fat. Yeah, yeah. Also manche, genau, in Salzburg gibt es auch Marmorbrüche und die aber auch sehr unterschiedliche Farben oder unterschiedlich farbige Steine haben. Und Elena hat dann, sucht dann auch nach denen, die so venenartige Strukturen aufweisen oder diese Farben der Haut auch vielleicht enttäuschend wiedergeben. So, and these are very, like, maybe 40 centimeters pieces. And yes, yeah. Even more. No, yeah. You have it. Yeah. And you told me that how then you continued to work with marble in Russia, and it's just very, very difficult and very expensive to get the material and to work with marble in your place. Yes, because we have actually only one normal quarry, and it's in Siberia. It's about 2,000 kilometers from Moscow. It's very complicated to take a piece from there, and it's not beautiful. It's white with gray spots, not like this. Mm. So I had to, sometimes I went to Greece to visit my professor, and he presented me some small pieces, and I put them to the luggage and go to Moscow and work, but actually it's really a problem. Mm. Or I work with this Russian marble, but you have to think, so to invent a very special idea for this marble, because... So your other pieces that show like clothes, and I think you had some shoes also. Yes, it's also Salzburg marble or some present from my professor. Okay. Also wer möchte, kann auch gerne dann auf ihrer Webseite sich ihre Arbeiten anschauen. Da gibt es auch Serien, die eher Textilien wiedergeben, also Hemden, Unterhemden auf Stuhllehnen und Adidas-Schlappen und sehr alltägliche Gegenstände, die auch sehr humorvoll mit diesem Kontrast aus weich und schwer und fest auch spielen. Und sie sagte nur, dass sie dann viel Marmor eben auch bezieht aus Griechenland oder ihren Professor dort besucht hat und den dann mitnimmt im Rucksack oder im Koffer aus Griechenland, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. This is also Marmor zu bekommen. Okay, so thank you very much, Elena, for showing us this series of you and letting us know a bit about your work. There, you can also see her videos on your website, and they're quite different. Yes. Yeah. But also very bodily in a way, like often dealing more with groups and group behavior. Okay, so I will continue. Thank you very much. Mindukfa is also here. Hallo Duk. Hey. Hallo. Genau, wir werden auf Deutsch reden und dann werde ich auch versuchen, das immer so häppchenweise zu übersetzen. Also bitte denk ein bisschen an die Pausen, die ich machen muss. Ja. Genau. Duk, ich freue mich sehr, dass du in der Ausstellung dabei bist, dass es geklappt hat, weil du warst ja zwischenzeitlich auch unterwegs für Performances und
ein Theaterprojekt in Taiwan. Genau. Genau, also du hast auch viel in Gruppenarbeiten zu tun oder eben als Performer mittlerweile. Genau, aber das liegt auch nahe, weil du ja auch Ausstellungsdesign und Szenografie studiert hast. Also so ganz weit weg von dem Studium an der HFG ist das nicht. Aber du hast ein sehr vielfältiges Werk, also auch arbeitest viel mit Fotografie und Installationen und hast in unserer Ausstellung zwei Arbeiten, die ich gleich zeigen werde, auch als Fotos. Die eine Arbeit heißt Creating Heroes Takes Its Toll und die andere ist eben A Bouquet of Tragic Fates is Blooming on My Table. Die sind die eine Arbeit ist von 2019 und dann von 2018. Und ich werde sie euch auch kurz zeigen. Okay, so I was just telling you that Min Duc Pham also studied at the University for Arts and Design in Karlsruhe. And there he had a very broad study in scenography and exhibition design. And his work now, or the practice and medium he uses, is very wide ranging from photography, installation, also to performance. And he had just been in Taiwan for collective performative work. Maybe it's also nice to mention what this piece was about, because it really connects also to your work and themes. Ja, total. Genau. Du, vielleicht kannst du kurz sagen, worum es in dem Stück geht. Das ist ja auch viel, mit dem du dich in letzter Zeit vermehrt auseinandersetzt. Die Frage auch der Herkunft deiner Eltern und quasi eine Aufarbeitung auch eurer sozialen Geschichte, kann man sagen. Genau, richtig. Also das Theaterstück in Taiwan ist in Kooperation entstanden mit dem Hellerau Europäischen Zentrum und mit dem Pak Choi Verein in Essen. Und in der Performance geht es eigentlich so um Dokumentartheater und die Frage, wie die vietnamesischen Menschen in Deutschland und in Taiwan eigentlich so leben. Und genau, dafür wurden ganz viele vietnamesischstämmige Menschen interviewt und einige dann eben auch zur Performance eingeladen. Und meine konkrete Frage eben an das Projekt und im Projekt war eben auch nicht die Frage, warum ich da bin, weil natürlich, ich wurde dort geboren, das war in dem Sinne keine selbstbestimmte Entscheidung, in Deutschland sozusagen zu sein, sondern eher die Frage von, was genau dieses Narrativ letztendlich dann für meine eigene Geschichte für Auswirkungen hatte. Und da sprechen wir eben vor allem ganz viel von internalisierten Rassismen, von diesem ständigen Konflikt von zwei verschiedenen Kulturen und auch ein großes Gefühl von im Stich gelassen sein von Eltern, aber auch von Gesellschaft, weil eben beide Parteien so viele Erwartungen an einen stellen, die oftmals auch fast konträr wirken. Mhm. So, Duc was just in Vietnam and he was taking part in a performance piece that was dealing with the questions of Vietnamese people in diaspora, like as well as in Germany, as well as also in Taiwan, because there's also a lot of people living from Vietnam living there. And in his approach to this piece, or what he could contribute, was like questions of internalized racism and also the feeling of being left alone or stuck in between, sometimes even like expectations towards you stemming from your parents or from the society you're then living in, that can be very opposite, like even meaning opposites or expecting opposite behavior from you. Und wie meinst du das? Also was bedeutet das zum Beispiel, Duc? Wie meinst du, inwiefern sind da diese Erwartungen auch konträr an Jugendliche oder Kinder, die eben aufwachsen? Und zwar ging es eben zum Beispiel darum, dass dadurch, dass meine Eltern einer ganz klassischen ArbeiterInnenklasse angehört hatten,
Hatten Sie die Hoffnung, dass meine Geschwister und ich natürlich eine akademische Laufbahn einschlagen können und damit auch so ein besseres Leben führen können? Und wir sollten aber auch immer so voll gehorsam sein und unauffällig einfach sein und systemgetreu. Und das wurde aber mir ganz oft von der Gesellschaft überhaupt nicht wiedergespiegelt, sondern man wurde halt immer so als Fremdkörper wahrgenommen und konnte sich da eben wenig wehren. Und gerade in dieser Verletzlichkeit und auch in der Unsicherheit hat man das wiederum nicht mit Eltern kommunizieren wollen oder nicht mal mit meinen Geschwistern, weil eben man dachte, okay, die nehmen so viel auf sich, damit ich eine bessere Zukunft habe, jetzt muss ich das halt durchstehen. Also ein super, super viel Konflikt eigentlich, die dann auf dir gelastet haben oder auch auf jemandem lasten einfach, der hier aufwächst. Richtig. So the conflict for him was specifically that his parents who came from working, like typical working class culture, or not culture, but like working class family or background, came to Germany very, like they were quite young. Wie alt waren deine Eltern, als sie hierher kamen? Early 20s. Yeah, so they were in their early 20s. They had experienced war, so in Vietnam was still war going on, so they had like also very brutal experiences. And then when they came to Germany, they were hoping for their children to achieve better, like a lot better, and just really make it, like as what you consider making it. And this contains being very willing, very, very like nice and nice behaving, very like not drawing attention, just fitting into society, and just be like one part and just like everybody else. But of course, for him growing up in school, that was like just not possible. He was always conceived as something foreign and pointed out and being made what you now would call what you would call it now is like othering, like you're always in this position where people always draw attention to that you look different and that you're just not part of everybody else. And then at the same time, what makes this so difficult is this, that you, because you see your parents struggling, you cannot really communicate with them or with your siblings, because it's just, you don't want to disappoint them. And you just, you don't know how to tell them that you're not in a very happy condition. Genau, und ich glaube, das war eben auch dann auch so die einzige Möglichkeit, mit diesem Struggle so umzugehen, war letztendlich die eigene Wut und Frustration so den Eltern gegenüber, also dann so geheim irgendwie den Eltern gegenüber zu bringen, indem ich halt beispielsweise mich dann total vor meiner vietnamesischen Identität verweigert habe. Also ganz aktiv verweigert habe, um so deutsch wie möglich sein zu können. Und dass das durch meine Kunst aber mittlerweile auch ich einen Weg finden kann, diesen Konflikt für mich besser zu handeln und auch Lösungsansätze zu finden. Yeah, so from this, like being set by your parents in this very conflictual situation, then it can happen, or one dynamic for Duk had been that he was actually blaming his parents a lot for this way, like the way they put them here in the situation in Germany. And now, like with time, he's come to the possibility to work or to deal with his conflicts, or the situation in his art and in his artworks, and to find a way to communicate in that way. Denn das heißt, wir können jetzt eigentlich auch über deine, also es ist eine gute Überleitung so zu deinen Arbeiten. Vielleicht fangen wir dann mit dieser Arbeit an, die im Künstlerhaus zu sehen ist. A Bouquet of Tragic Flowers is Blooming on My Table.
erzähl doch mal, also genau, was ist da zu sehen? Ne? Wir haben jetzt hier, ist der, also die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Einmal dieser Vase, eine Vase deiner Mutter, einem Lilienstrauß, der frisch ist und dann aber auch für die Dauer der Ausstellung dort stehen bleibt, also jetzt nicht ausgetauscht wird und erneuert wird, sondern verwelkt auch über die Zeit der Ausstellung, und eine Fotografie, die einen auf, also auf mich sehr asiatisch wirkende oder so Blumengesteck darstellt. Genau, richtig. Und für mich war eben das Markante in dem Blumengesteck, es sind drei verschiedene Blumenarten, die man so eigentlich nicht miteinander kombinieren würde, weil sie alle doch sehr stark in ihrer Erscheinung sind. Wir haben da einmal eine Feuerlilie, eine Orchidee und eine Chrysantheme. Und jeder dieser Blumen hat natürlich im Allgemeinen eine bestimmte Bedeutung, eine allgemein gültige Bedeutung. Und genau, und für mich war es eigentlich eher eine Art von Familiennarrative, die ich dort in dieses Bild einspeise und auch in die jeweils einzelnen Blumen. Und zwar habe ich so 2016 das erste Mal angefangen, ich so mit Lilien auch zu arbeiten. Und das war eher aus so einer formalen Sache heraus. Und eigentlich erst im Prozess der letzten Jahre ist mir so klar geworden, dass diese Lilien beispielsweise für mich eine ganz starke Verbindung zu meinem Vater haben und damit aber auch ganz, ganz viele Erwartungen dahinter stecken und Lebenshaltungen. Genau, und währenddessen ist zum Beispiel dann diese Orchidee so ein ganz, symbolisiert für mich ganz stark eben so die Mutterrolle in meiner Familie. Und wiederum die Chrysantheme steht so für die Großelterngeneration, da eben auch meine Großmutter zum Beispiel auf Vietnamesisch Chrysantheme heißt. Und so, also es ist auch ganz gängig in Vietnam, dass man beispielsweise Menschen nach Blumen benennt. Aber vor Männer auch oder schon hauptsächlich Frauen? Schon mehr Frauen. Ja. So this is one work that is in the exhibition. The bouquet of tragic fates is blooming on my table, and it's two parts. It's this vase that is a piece of his mother, that actually belongs to his mother, and the fresh bouquet of flowers for of lilies that will be left there during the exhibition, so they will also not be that fresh like in a few weeks. And the photography that shows that for Duc came to mean something like a kind of also psychological image for his family. So you can see the fire lily that's connected to his father. He started working with lilies in 2016, and he, like while working, became very like more and more clear to him that he really draws this analogy to his dad with these very strong and fearful flowers and very proud flowers. Mm-hmm. And in this image, you also see the orchidee. I don't know the orchid. Orchid, control. Like the orchid, the white orchid, that's a symbol for like the role of females and in especially his mother in his family. And you can see that it's very tied up orchids are actually very wild growing flowers, but how you can buy them in European stores, it's always very like artificial and artificialized. They always, you can buy them upright, but they're actually hanging down and they are wild like parasites. So they grow on different trees. But then when you buy them, they have to be this very, very artificial symbol of just pureness and beauty. And the smaller one is in chrysanthemum. And for him, it symbolizes the role of his grandmother. And you wouldn't usually combine them as such in this flower arrangement, because they are very, very strong flowers by themselves. But for him, it symbolizes a lot about his family situation. Und du hattest jetzt auch schon gerade kurz erwähnt, das mit der Orchidee, aber auch eben wie diese einzelnen Blumen arrangiert sind oder und drapiert sind, ist natürlich auch ein Kommentar zu einem bestimmten Familienbild. Eben, ja. Dass zum Beispiel diese
diese Orchidee, die für mich eben sowas von Fürsorge hat, von was auch was super schön ist, dass es trotzdem in so ein Korsett gedrückt ist. Und wenn man auch genau hinschaut, sieht man, dass diese Lilie auch anfangs Teil dieses Korsetts ist, an dem diese Orchidee zum Beispiel angedockt ist. Mm-hmm. Okay, so the lily and the orchid, they are both tied to one stick, that like to stand upright, they are tied together. But the orchid took is also very protective, like protective of the chrysanthemum and the other flowers, and very caring. Well, he sees a very caring, beautiful aspect in them. Wir können ja nochmal zu der zweiten Arbeit, Creating Heroes Takes Its Toll. Das ist eine Fotografie, also eine Fototapete, die auf die Wand aufgebracht wurde. Eine Fotografie aus einem Blumenladen, in dem man eben diese typischen, also eben auch Lilien und diese ganze Pracht an Blumen verkauft. Und für dich ist das so auch ein Rückgriff auf Erich Fromm und Erich Fromms Theorie der verschiedenen Liebescharaktere oder hier besonders auch des wahren Charakters der Liebe. Genau, also für mich, also man sieht ja auf dem Bild erstmal ganz viele verschiedene Blumen in einem wahrscheinlich Blumenladen, kann man sagen. Und aber wenn man genau hinschaut, sieht man eben auch, dass in dieser einen Vase im Vordergrund mehrere Lilien-Schnittblumen sind, aber ganz viele davon eben gar keine Blütenblätter mehr haben, währenddessen eine so super üppig daherkommt. Und wie ist jetzt für dich die Verbindung zu Fromm in dem Fall? Also für mich war das jetzt auch schon so lang her mit Fromm, aber es ging eben um dieses Haben und Sein und eben auch Idole haben und dass es uns ganz oft so geht, dass wir als Individuen so Träume haben und letztendlich aber diese Träume gar nicht gewollt sind zu erfüllen, weil wir viel zu sehr Angst davor haben eigentlich, dass da eine Verantwortung kommt und ein Risiko besteht, dran zu scheitern. Und deswegen hat der Markt sozusagen Idole für uns kreiert oder Vorbilder, an denen wir diese ganzen Träume reinprojizieren können und uns damit identifizieren können. Und dass letztendlich aber diese Zuschreibung auf ein anderes Individuum oder auf ein Objekt dieser Partei eigentlich gar nichts bringt, weil diese Zuschreibung ganz oft eben eine Fremdzuschreibung eben ist und gar nicht mit sich selbst vereinbar ist. Und dadurch ja dann auch im Laufe der Zeit natürlich diese dazu gewonnenen Blütenblätter einfach verwelken würden. Also dass es einfach auch eine Dekoration ist, die nicht überdauern kann. Und gerade wo wir jetzt vorhin so zum Beispiel geredet hatten über auch Erwartungen von meinen Eltern, die ich aber zum Beispiel auch nicht erfüllen konnte, habe ich so gedacht, das passt eigentlich auch voll gut jetzt gerade so in dieses Porträt, dass es so Wünsche sind, wie zum Beispiel werde Anwalt oder Mediziner, und das sind alles Dinge, die ich vielleicht auch hätte machen können, weil ich die Möglichkeiten geboten bekommen habe, aber die mich zum Beispiel überhaupt nicht so erfüllt hätten und letztendlich ich jetzt Performance-Künstler und bildender Künstler bin. Genau, und ist mir gerade vorhin auch noch kurz eingefallen. Was natürlich jetzt existenzielle Ängste deiner Eltern nicht gerade beruhigt, ne, dass du unterwegs bist, muss man ja auch sagen. So, the work Creating Heroes Takes Its Toll from Minduk Pham, that's in the Orgelfabrik, the second venue. It's right next to Elena's work. And it's here he told us about the ideas of that he read or that are mentioned with Erich Fromm, that we are maybe also have like also fearing our wishes to be fulfilled. So that, and that's a theory of Fromm, that the market, like our entertainment market, creates idols for us so that we can project all our desires and wishes on these idols. But at the same time, by conferring so many of our wishes and also like things that we want to be fulfilled, that can also be a very like shallow or hollow promise, like to expect
so much from objects and maybe very material wealth. And so there's also a connection to, for example, the wishes his parents had for him or for their children to become lawyers or medicines or like just very well-to-be people, well-off citizens. So of course, Duk is in a, you know, more of a precarious place with being performance artist. So for him, that's also like speaking about his situation. Okay. Oh, und ich bin, ich sehe jetzt gerade so die Fotos auch. Ich finde es super schön, dass ich auch mit Elenas Arbeit da so in einem Raum bin. Ich finde, das harmoniert super schön. Also, Duk, you think like there's a, he's very happy that it's next to your work, Elena, and that it's, that it harmonizes very well with your works. I will see if I can, if there's one image where they together. Oh, that's just, yeah, these are details from the picture. Okay, this seems to be the same ones. Ja, hier sieht man es ganz schön. Ja, genau. So, this is where they are, next to each other. Okay. So, vielen Dank, Duk. You're free to ask each other questions, or if there's someone has some commentary on the works, I'm very happy to give you some space for it, and then I will. Or otherwise, I will start seeking pictures of boys in sync that are here. Like you're usually in three people, but today there's Simon Zeller with us and Jakob Schnackbrook, and they are both in Gießen, but they are actually from all over, I mean, all over, like from the three different countries. And we're very happy. Four different countries. Okay. Yeah, that's true. Jay is South African and Norwegian. True. Yeah, okay. So he was also staying in Oslo, I think, last year or right now. I don't know if he's... Now he's in Liverpool doing a master's. Okay. Yeah. But he grew up in Johannesburg, mm-hmm. and then later came to Norway where we all met. Yeah. Okay. So did he come while he was still in school or really for studies and after the first, how you say, like graduation? For studies, or like the goal was also because his father's Norwegian to go to Norway. And also this was, I think, the motivation to seek the studies, but then he went for starting the studies to Norway. Yeah, okay. Also kurz, Boys in Sync sind hier bei uns. Die sind normalerweise zu dritt. Heute hatten Simon David Zeller, David, ne? Und Jakob Schnackrug Zeit für uns und sind aus Gießen dabei. Jay Fiskerstrand ist normalerweise auch Teil ihrer Gruppe, der aus Pretoria stammt und auch und so für sein Studium nach Norwegen gezogen ist und in Oslo lebte und jetzt auch noch eine Weile in, ich habe schon hier vergessen, Liverpool. Wollte ich nicht Edinburgh, also Liverpool. Genau, und ihr habt uns bei der Vernissage einen Zusammenschnitt geschickt oder präsentiert. Von einem Stück, wir hätten euch natürlich wahnsinnig gerne in dem schönen Raum in der Orgelfabrik auch willkommen geheißen und gezeigt für eure Performance und waren dann aber auch sehr froh, dass wir dieses digitale Format präsentieren konnten. Sagt uns doch gern ein paar Sachen, wie es zu eurer Zusammenarbeit kam und wie es auch, worum es in dem Stück geht, das ihr dann so sehr kondensiert digital gezeigt habt. Oh, I'm sorry, yeah, Jacob. The question would be, or I just like welcomed you again and said that how sorry we are and that what a pity it is that we couldn't show your work in live for the Vernissage, this performance that is also called Boys in Sync. And it would have been very beautiful and a very, very nice situation between this works in the big hall, between Carolina Sobel's work and Margoshata Megatas to be there on this performance stage. But we are still also very happy that you showed us this condensed piece of your digital version of your actually first performance that you created together. Mm-hmm. Yeah, well, yeah, you asked how we came together and how we then worked with it. Yeah.
how you came together, or maybe also what was the first, like your initial idea for this piece, Voice and Sing, that you presented? So now we also call the piece Merging, because that's within a triology of merging, dodging, and expanding. And we are currently working on dodging now as well. And in Merging, our first piece, we found it very interesting how these three bodies, male bodies, from four different nationalities, countries, and also with different sexualities, came together, and then if and how they could then merge and become one through movement, choreography, text and words, and singing. Yeah, and we also, you see, yeah, it's a black box performance, and we wanted to do it in a quite, let's say, simple or like naked black box, in order to see the bodies moving, doing the same movements, but then allowing also the differences to shine through. Mm-hmm. And having a dramaturgy of starting out in the contemporary dance field and then going slowly more to the pop cultural and maybe even cheesy phenomenons, and ending up as a boy band. Mm-hmm. With light and sound, and maybe more like a concert. Mm-hmm. So you have this really heartbreaking song that I always wondered, if did you write it, that you're singing? I don't find, like, I don't know what's the connection or the reference, but it's super beautiful. Yeah, you want to say something? No, I want to say something. Ah, okay. It's also the lyrics in the song. The title. Say yeah. Something. No, it's a cover of a cover, actually. All right. And this is also something that we liked a lot while talking about things, like when things add up, and one that used to be something develops and develops and develops, and then also leaves many ways the original scent, but of course always has a cure in it. And I think this is also something that interests us, especially when we did the video. So there's the performance work that we did. And as Jakob already said, like the idea was, we started as friends, like saying, okay, we want to start in an empty room, in a black box. We want to do something, we want to show something. And what is the material? Of course, the material is our bodies, our voices, our similarities, we're very similar in many ways, and our differences, we're very different in many ways. And this was the cure to start, okay, then we will, like, how can we work with that? And also then, yeah, setting us, on purpose, a very funny goal. It's, I think, a very funny goal to say we want to merge, we want to become one. Impossible goal. An impossible goal. And to say, like, okay, then we will set this as a goal. And just as one other thing, the video that we then did was 1 year later, but we also now would think what also then has been shown on the exhibition, the digital one, last week. And it was also our idea to say, like, this is an artwork for itself. But it is the idea to say, like, okay, how can we transform something or the cure, the scent, into something that will already be a transformation of a transformation? Mm-hmm. Yeah. And yeah, I don't know if hang you on, want hang to. Hang on 1 second. I still want to translate it also in German so people can, like, so just more people can follow us and follow your work and understand what you're what you're achieving in it. Also die drei kommen tatsächlich aus vier verschiedenen Nationen, haben vier unterschiedliche Ursprünge, das wie am Anfang schon erwähnt. Und in ihrem Stück Boys and Sing, das mittlerweile Teil einer Trilogie geworden ist, also daraus danach haben sich mit selben Ansatz und denselben Methoden noch zwei weitere Stücke entwickelt. Und dieser erste Teil, den nennen sie mittlerweile auch Merge. Also es geht um Merge zusammenfügen, und ein Wunsch dabei ist oder ein Versuch, der natürlich auch, der auch sehr humorvoll gemeint ist, ist der Ansatz, also der Versuch, zusammen eins zu werden. Also wie können drei Personen, die in vielen Aspekten ähnlich sind, aber natürlich auch sehr, sehr viele Unterschiede haben, eins werden. Und das ist natürlich auch etwas, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Aber sie
versuchen das eben dennoch in diesem Stück, das auch sehr minimalistisch, kann man sagen, oder also einfach in einer Blackbox stattfindet. Das sind die drei mit ihren Körpern, auch mit diesen Adidas-Schuhen, die wir jetzt gerade sehen, zum Beispiel, also mit Alltagskleidung und sonst aber keine Ausstattung, keine Requisiten. Auch, und das Licht kommt auch erst in einem späteren Zeitpunkt, wo dieser Ausgang von einem sehr klassischen Tanz-Background auch schwappt in popkulturelle Referenzen und diese auch vielleicht so eine Anspielung an Boybands und deren Arbeitsweisen. Und der Song, den man auch hört in diesem kurzen Zusammenschnitt, das ist das Cover eines Covers, also es geht auch um diese Transformation und Weitertransformation von Material und dieses immer weitergeben. Und sie versuchen dabei aber den Kern ihrer Arbeit beizubehalten. Yeah. And then the video work within, as Simon said, a year later during the pandemic, we were then trying to see if we could recreate these moments of singing together. So when you see the video work, you also see us trying to harmonize and sing together through Zoom, which sounds awful, but it's quite interesting to see. Yeah, of course, when we're not in the same space, where we are then at or where we're put at. And so trying to recreate the singing on Zoom, trying to recreate text stories. We have like game structures, working with a game structure. You also see that in the video. And then the choreography part, which is, you can almost say that it's the dance of a MacBook or a choreography of windows placed around on a computer. So it's the video is like a screenshot of a computer screen. And on purpose, you can then also say that it's this digital like project of being alone and then trying to reach or search for the intimate moments through the digital world. So we're also showing like former videos of us, like nostalgic moments we're together, we are having fun, but now you see this as computer windows and screens that are then moved around on the screen and being squeezed and enlarged and such. Yeah. Mm-hmm. So yeah, I really like this part as well. In this, talking about the like screen surface and how this becomes more and more our, the screen to interact, like the interaction device that we're using. Als wir dann ein Jahr in der Pandemie waren, so, haben die drei eben versucht oder einfach angefangen, tatsächlich auch mit dieser Situation zu arbeiten und so beim Singen auch diese Harmonisierung durch Zoom, also oder Harmonien zu treffen über Zoom, was natürlich auch sehr, sehr schwer fällt und das aber auch abgebildet ist in ihrem Stück. Und auch diese Spielstrukturen oder Spielanweisungen, die in den ersten Stücken auch vorkamen, also so ein Befehl, also klare, kurze Befehle zu geben und versuchen, oder die anderen müssen dann versuchen, das entweder nachzumachen oder auch zu finden. Und dann als drittes Element kommt dann eine Choreografie dieser Player, die man sieht, also oder Windows-Oberflächen oder auch Video-Oberflächen eben dazu, die verschoben werden oder vergrößert und verkleinert. Also und dadurch gibt es eben nochmal so einen Kommentar auch zu der digitalen Situation, in der wir uns jetzt befinden alle, nämlich dem Alleinsein und das Treffen von anderen über Chatmedien oder digitale Oberflächen. Und dort versuchen sie eben trotzdem oder suchen sie weiter nach intimen Momenten in Aufnahmen von sich von früher, die man dann eben über das Digitale teilt. Yeah, so as I said, this is something that I really also like and appreciate about this work, like how you're trying to make a commentary or just work with what we have right now, like all this, all the means, the technical means, and thinking about what it means for our interactions. And it's something that also came up in this work by
Bisun HL that we showed on Thursday, where the both of them were also trying to talk about what does love mean and what does like connecting with other people mean in these digital times? How is that possible and what is missing and how can you still maybe find some ways or, just as a commentary on our state right now, which of course was not the original idea or it was not what I had in mind when I was, curating this exhibition for the topic love and affection, but then sadly or in a very special way, it has just taken up a whole other different meaning. So genau, das ist etwas, was ich eben auch an der Arbeit von Boys in Sync, aber auch beispielsweise in der Arbeit von Bisu Nigel, die am Donnerstag lief und gestreamt wurde und jetzt auch auf dem YouTube-Kanal noch zu sehen ist, in beiden Arbeiten schätze, dass sie eben mit dem jetzigen Zustand, der so ja nicht vorherzusehen war vor 2 Jahren, als ich begonnen habe, diese Ausstellung zu organisieren und zu kuratieren und planen, das jetzt aber auf so eine besondere Art eben dazu kommt und mit ins Spiel kommt, nämlich wie wir uns jetzt begegnen und wie wir jetzt miteinander umgehen und trotzdem noch Zuneigung finden. I also know it's just I think it also it's very nice also in the group that we are right now in terms of the artist talk, because you can really see also this not the similarities but where it clicks together and where it hangs together. And also like very much at the beginning what Jutta said and talked about the struggles we are facing right now in terms of love, or we have been facing in the past, and that is also, you can always see that love is, I mean, of course the private is political, we all know that, but also that love is very political because there are so many differences, and it happens when they cling that then the problem starts or it doesn't start. Mm-hmm. And this was also, we very much consider, I mean, we identify as men, this is why we call the performance Boys in Sync, but we understand gender as a social construct, so that it definitely is constructed the way we have been educated and the way our personal identity has been constructed also by others. And this also, yeah, going back to what Luke said about how he has been raised and this changed the way, and we think that is this like this very interesting thing then to see like, okay, because it is some constructed thing, when we look at each other, how very different our construction was. So like the same identification in some way can also mean very different things because it is very individual. Like Jay, who would consider himself as a queer person, has been, as we said again, like raised in Pretoria, Johannesburg in the US, or Jakob as a straight person in a very nice Danish village, me as a gay person in a not so nice Catholic South German region. And so that everything comes together. And at the same time, then we're standing there and saying, okay, so where does it show? It shows in terms of love, and it shows in terms of getting together. So I just had to think of when you said that. Yeah, that's very, that's something that you also mentioned at the start, and that's like very good that you brought it up again. Like the way, like you said, you were also very much talking about this, your different experiences and being brought up, and what it means to be considered as male or be seen as male, but maybe also feel or identify as male. And I think that's also something that, you know, it's just the something that is not talked about so much yet, but I think it's also very, like, very interesting and just like the missing other part of this, of the discussion of, you know, gender hierarchies as well, or privileges, or like the, like a more open societies, like what, how do we consider roles of male people, and what part do they play, and what do we expect of them, and what do we want to maybe also change in the conception of this, So what was your experience in producing your
your piece? How did it come up, or how do you talk about it? We sort of just went in the room and kind of said ourselves some strict sentences about like that we want to rather work with the things that are happening in the room, the things you can see, the things you cannot see. And we then all kind of went to the table and sort of invited the others in to play games. Yeah, we worked a lot with game structures and also performance scores, different scores. We then created our own as well. We also worked with Fluxus scores. And then we kind of saw what was there, always meeting up, trying out, but also a lot of times repeating the same things over and over again, like one thing every day, to then see when we then sort of came on throughout the weeks, to also see where we're at now doing the same thing, even though it's not the same thing, but you can then kind of measure where we in and what we then need as a group or what the performance needs. Maybe it's nice to give like a concrete example. One performance score, I don't know the score, but it was like, okay, now we prepare like a moment, everyone prepares on their own for 10 minutes, like a scene, or a movement or whatever, or a story. And I also don't know what the score was, but then I was telling about before I went to bed, when I was a teenager, I opened the window of the bathroom and I prayed to God to have friends. And then we started to develop it further. Then Jakob was asking, okay, can you do it? What did you pray for? Trying to listen to that, trying to translate it. Then like others, like, okay, then maybe Jay does do it, or we talk about, did we also pray? What did we pray for? Is there another way of praying? And then it turned into something else where suddenly we realized that we just used the movement, that it was just a very nice movement. If you continue to do that, it's very beautiful if three people are doing it. So then like this whole story became one movement or a choreography amongst us all. It's not in merging. We didn't choose it in the final performance, but this is how a performance score turned a story, turned the story of another person, turned a movement, for example. Mm-hmm. And another very important element in merging is the work we do with rhythm. And it's mainly throughout the first half of the performance where we do almost the same choreography, but with different movements, but having then the rhythm most of the time to support like the sound of the rhythm and us being together and the visual aspect of it as well, when we jump and then when we go opposite each other, or when then two moves and the other is moving like away. So this rhythm is there for 40 minutes, even though it's our feet jumping, our hands clapping, our like soundless, silent fingers going towards each other. This rhythm is there the whole time. So that's an important aspect of it also, in merging and coming together. Mm-hmm. Okay, so Simon hat vorhin angefangen damit, auch so einen Kommentar oder nochmal so zu reagieren auf die anderen Arbeiten oder auch auf alles, was vorher gesagt wurde in dem Gespräch, dass wir beispielsweise sehr bekannt ist, auch mittlerweile, dass es private politisch ist, aber es ist eben nach wie vor so, dass das vor allem dann ein Problem wird, wenn das eigene Verständnis eines Genders nicht mit dem Mainstream konform geht, sondern vor allem, also eben Gender als Konstrukt und als soziales Konstrukt wahrgenommen wird, wenn es diese Brüche gibt mit dem, was die Mehrheitsgesellschaft vielleicht oder die dominante Gesellschaft erwartet. Das ist auch was, wo ich mich sehr freue, dass morgen Shayla Kurt auch da sein wird in einem Gespräch, die eben auch genau über diese Themen spricht und warum Liebe politisch ist. Also in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit bespricht sie das auch sehr ausführlich. Und die drei identifizieren sich alle als Männer, aber
haben und mehr stellen auch immer wieder fest in ihrer Zusammenarbeit, dass sie eben auf sehr unterschiedliche Art und Weisen erzogen wurden oder aufgewachsen sind und deshalb auch die gleiche Identifikation einfach sehr, sehr unterschiedliche Dinge bedeuten kann für die einzelnen Personen. So, und Jay ist beispielsweise, versteht sich selbst als queer und ist in Südafrika aufgewachsen und das bedeutet eben etwas anderes als in Nordeuropa, je nachdem, wo man ist, in katholischen Familien oder nicht religiösen Familien aufzuwachsen und dort als Jugendlicher sich auch so durchkämpfen, also vielleicht durchkämpfen zu müssen. Ihren Arbeiten hat Jacob dann auch nochmal gesagt, wie sie das dort umsetzen oder in welcher Art und Weise das dort vorkommt. Also sie nehmen sich oft, das ist auch ein Theatermittel, dass man sich so Scores setzt, also kleine, sehr präzise Aufgaben, die dann alle bearbeiten oder für die man dann Umsetzungen findet, was, glaube ich, auch aus dem Fluxus auch ein bisschen kommt, was du, glaube ich, so in einem Nebensatz erwähnt. Und das sind auch viele Übungen, die mit Wiederholung und Entwicklung zu tun haben. Also wieder immer wieder wiederholte Tätigkeiten, die sich dann über die Zeit eben auch zu etwas anderem hinbewegen. Und als Beispiel, als konkretes Beispiel, sagte Simon, dass er, also es gab die Fragestellung, für was, wofür habt ihr gebetet? Und ihm ist dann eingefallen, dass er als Kind beispielsweise also im Badezimmer, also das Fenster geöffnet hat und gebetet hat dafür, dass er Freunde hat. Und daraus hat sich dann, also dieses Thema hat sich dann weiterentwickelt oder alle haben sich auch dazu Gedanken gemacht. Und ich finde beispielsweise auch das Thema Freunde und Freundschaften eben auch wahnsinnig wichtig in dem Zusammenhang mit, wie wir Männer oder Männerrollen in unserer Gesellschaft verstehen. Also da gibt es ja auch Zusammenhalt, aber auf welche Art und Weise darf der stattfinden? Und wie ist es, da gibt es wahnsinnig viele Vorgaben, die die Gesellschaft eigentlich macht oder Erwartungen, die eingehalten werden müssen, um eben nicht so aus dem Rahmen zu fallen oder aufzufallen oder dann auch ausgegrenzt zu werden. Zurück zu ihrer Arbeitsweise in dem Stück Boys in Sync gibt es, arbeiten sie auch sehr viel mit Rhythmus, ein Rhythmus, der aus ihren eigenen Körpern entsteht, der aus dem Hüpfen und Springen entsteht, aus den Bewegungen, die sie von sich selber abschauen und wiederholen. Das dauert ungefähr 40 Minuten und auch durch den Rhythmus, was ja auch ein tänzerisches Mittel ist, Gruppen zusammenzufügen, versuchen sie eben dann zu dritt zusammenzukommen und zusammen zu sein über die Dauer des Stücks. Mhm. Und genau, vielleicht kurz noch so the topic of friendship. I think that's also very prominent in your work, but and also very interesting because it's not that often talked about in society, or more like we know it from German movies, and then it's like, you know, bro culture or bro, like guys hanging out watching football, watching sports. That's a very typical thing, but it's not, there's a lot of rules as how to behave as a male and showing your friendship and your affection for your kinship or your friends. So I think that's a very, it's very relevant, and it's something that is also quite missing, you know, to allow yourself to show emotion and to be active in creating friendships. Mm-hmm. Yes, and also it's through the things we are telling the audience and each other, it is, we use our own names, Simon, Jay and Jakob, we are then referring to each other, talking about each other and ourselves, and some of it are like truths, like truth stories, and then we then mix it up with like fake stories, and you don't really know where you can sort of, as an audience member, you can see that things are there, that they're true, that there's something is happening, and you see the reactions from the others when they are talking about you. Mm-hmm. So you see again these friendships or like friends or people meeting, having close connections. Mm-hmm. That's also this the friendship aspect is. And we do also understand it as an offer, kind of. I mean, it's not completely unique how we relate to each other, but it is an offer. Also on stage, it is presented as an offer
of intimacy amongst very different people or very different male pictures of masculinity and of like a picture of intimacy and like caring more than you say than right now the stereotypical or mainstream idea would be. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And there's also connect, like in different ways, there's also a connection again to Duk's work, like let alone in this talking about very intimate and personal stories. We had this, you know, it's just some arguments before, like discussions before that in like in visual arts, there's still some kind of academic approach to art that would not foresee you to talk or that doesn't wish for you to talk about very personal or intimate topics, actually. So there's always a kind of wish to present more aseptic and clean things in the, like in the, like thinking that this will be more objective and more relating to other people. And I wonder if that's like, if it's not actually on the contrary that you relate with very personal feelings and impressions, and that's a more basic human way to connect to each other. Mm-hmm. Das ist die, genau. Jetzt haben Jacob und Simon auch noch mal kurz gesprochen über, oder Jacob hatte erwähnt, dass sie diese, also viele persönliche Geschichten oder persönliche Aspekte über sich selber erzählen, von denen einige wahre Geschichten sind, aber einige auch ausgedacht, und es ist ein bisschen, es ist nicht, also die vermischen sich oder verweben sich auch über den Verlauf des Stücks. Und es hat auch sehr viel humorvolle Seiten, aber es geht auch ein bisschen so um diese, also die Reaktionen zu erfahren der Zuschauer, aber auch um so zu sehen, diesen Umgang mit, ja, was sind unsere, was erwarten wir von einer, vielleicht auch von der, von einer Freundschaft oder einer Freundschaft zwischen Männern. Und diese, sie verstehen das auch als Angebot, Intimität zu sehen oder andere Bilder von männlicher Intimität zu sehen, die viel, viel mehr mit Fürsorge und Sorge umeinander zu tun haben, als die Bilder, die wir sonst erfahren über männlich identifizierte Personen in unserer Gesellschaft. Und da würde ich eben auch so eine Brücke schlagen zu Duk's Arbeit, wo es auch viel darum geht, sehr, sehr persönliche Ansichten, sehr persönliche Erfahrungen wiederzugeben in der Arbeit, was in einem bestimmten akademischen Kontext von Kunst oft gar nicht so sehr gewünscht wird. Und dass da viel mehr noch diese Vorstellung gibt, dass ich objektiver über bestimmte Aspekte gesellschaftlichen Zusammenlebens spreche, nicht viel, dass ich die Menschen dadurch erreiche. Und die Frage ist aber, ob man das nicht über gerade sehr persönliche Erfahrungen auch eher so eine Verbindung herstellen kann zum Gegenüber oder zu dem, der oder die betrachtet. Also vielen Dank für euch an euch alle für euren Input und eure Gedanken und auch Besprechungen eurer Arbeiten. Hat eine, also if no one has questions or wants to mention or has some more aspects to bring to this discussion and presentation, then I would say thank you very much. Thank you for everything, for your input, your thoughts, your feelings. And I really hope to see you one time. I don't know if it will be possible this year, but we will see. And I hope that you also draw some nice experiences from this exchange. Thank you a lot, Lisa. Yes. Thank you. Nice to meet all of you. Vielen Dank euch allen und bis bald hoffentlich oder bis mal in real. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch allen und dann freue ich mich, wenn morgen um 14 Uhr einige von euch zuschauen. Da gibt es dann Gespräche mit Mikołaj Sobczak, ein polnischer Künstler, der sehr, sehr politisch aktiv ist oder vor allem in seiner Kunst sehr viele politische Themen auf sehr überzeugende Art und Weise und sehr viele überzeugende Kommentare auch zur Situation in Polen uns darstellt und darüber sprechen wird morgen. Dann wird Małgorzata Migatas, eine Roma-Künstlerin, die auch in Polen lebt, uns berichten, wie sie versucht, in ihren Arbeiten Empowerment einerseits umzusetzen, aber auch tatsächlich aktivistisch ihre Gemeinde zu empowern und weiterzubilden und das Bild von Roma in Europa
einfach sehr positiv zu verändern. Und dann wird Jada Kurt reden über ihr Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Das ist ganz frisch erschienen und ich freue mich sehr darauf, dass sie dabei ist, weil es wahnsinnig viele Themen auch zusammenbringt, die wir heute erwähnt haben und auch in den letzten Gesprächen schon zur Sprache gekommen sind. Vielen Dank euch allen. Bis bald. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.